Ich hoffe mal, dass wir den jetzt erledigt kriegen. Jetzt. So. Auf jeden Fall hatten wir schon mal den ersten Treffer. Schon mal ganz gut ist. Nur gegen. Nein. Starbam. Beide. Wow. Zack. Wenn er aus der Arena rausfliegt, habe ich dann gewonnen. Aber dann kann ich ihn nicht looten, ne? So. Sieht schon mal echt nicht so schlecht aus, würde ich mal sagen. Hätte ich eigentlich gedacht, dass wenn wir den entweder voll gegen die Wand drücken, den dann ohne Probleme schaffen, aber ja, dieses Parieren, Blocken gegenseitig. Das wollte ich vielleicht gucken. Ich hab doch hier, genau. Dann habe ich ihn in deinem Dings pariert. Boah, verdammt. Ist jetzt aber schon noch ein bisschen eng für mich. Muss ich echt aufpassen? Nein! Okay. Das wird noch ein bisschen frickelig, ihn zu besiegen. Aber das schaffen wir auf jeden Fall. Also, ich hätte eigentlich gedacht, entweder setzen wir den direkt gegen die Ecke und dann haben wir kein Problem, weil dann haben wir ja teilweise uns gegenseitig geblockt. Deswegen hätte ich jetzt schon gedacht, das wäre schon ein bisschen knapper. Aber es ging ja eigentlich. Also es war. Jetzt ist er schon bereit. Jetzt gibt's was mit der groben Kette. Sowas hasse ich. Wenn die dann seitlich von mir stehen und um mich herumtanzen. So. Jetzt schön da in die Ecke rein. Dass der schön festhängt. Und mich bloß nicht von der Seite trifft. Ja, sieht schon noch einiges besser aus. Wir treffen ganz gut. Er hat schon einiges an Leben verloren, gleich haben wir ihn. Das dürfte jetzt kein Problem mehr sein. Nein! Nicht umbringen! So, die Keule. Muss irgendwo noch ein Schild sein. Du Drecksau hast mich besiegt. Mach nicht so einen Wind. Ich bin eben der bessere Kämpfer. Das wird dir noch leid tun. Wart's nur ab. So, wer ist jetzt der Boss hier, hä, Großmaul? Gut, du hast mich in der Hand. Ich werde die Füße stillhalten, wenn du mich nicht verrätst. Aber das hat ein Nachspiel. Das hoffe ich. Na, verschwinde! Sam wird wieder jagen gehen. Na, du Mistkerl. Ich habe ja wohl keine andere Wahl. Na gut, ich werde ihn nicht daran hindern. Noch nicht. Ich habe dir mal das goldene Bruchstück abgenommen. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Ich habe gewusst, dass du das Ding haben willst, aber dass du so weit gehen würdest... Respekt. Das werde ich mir merken. Mach das. Tja. Aber der hatte eigentlich noch ein Schild. Ist irgendwo verloren gegangen. Egal. Jetzt haben wir den erstmal... Ja, nicht beseitigt, ne? Aber erstmal schön kalt gestellt, beruhigt, was auch immer. Boga ist erledigt. Hey, du bist besser, als ich gehofft hatte, mein Freund. Ich sehe in deinen Augen, dass dir diese Geschichte noch nicht reicht. Du wirst noch so einigen Leuten hier auf der Insel großen Ärger bereiten. So viel ist schon mal klar. Wie auch immer, danke für deine Hilfe. Hier, das wirst du sicher gebrauchen können. Tja, dann werde ich mich gleich an meine eigentliche Arbeit machen, was? Viel Glück und pass auf deinen Kopf auf, Kleiner. Wir sehen uns. Hey. Was kannst du mir über die Jagd beibringen? So, das war. Wow, du hast Broga tatsächlich besiegt. Das hätte ich nicht gedacht. Kinderspiel. Ja, hier ist dein Gewinn. Aber pass bloß auf, Junge. Das wird Broga nicht auf sich sitzen lassen. Ich habe auch nichts anderes erwartet.
Den werden wir schon noch erwischen. Ich will spielen. Hast du noch was für mich? Mir fällt gerade nichts ein. Außerdem hast du doch bestimmt noch Besseres zu tun, als zu spielen, oder? Vielleicht ein anderes Mal. Okay, jetzt können wir gar nicht mehr das mit der, von der Rachel machen, die Quest. Der will immer noch 500 Gold haben, ey. Finde ich schon immer noch ein bisschen heftig. So. Wie viel von den Bruchstücken habe ich denn jetzt schon? So. Wer wusste vorher, dass das passieren kann? Einmal hier oben durchscrollen. Bruchstücke da. 4. Fehlt noch 1. Wegen deines Lagers. Die Jäger sollten jetzt nicht mehr deine Sorge sein. Ich hab schon gehört. Dann kann ich mich um andere Sachen kümmern. Nimm dieses Gold. Gib aber nicht alles auf einmal aus. Ich denke, das war im Wesentlichen alles, was hier im Lager zu tun war. Wirklich? Na gut. Ich danke dir. Ohne deine Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Ist nicht wahr. Ja. Hier, nimm dies als Anerkennung von mir. Ich will hoffen, dass es jetzt auch einige Zeit so bleibt. Wie wär's, wenn du mich jetzt zu deinem Mann lässt? Und dann? Was wirst du ihm sagen? Hey, ich hab deiner dämlichen Frau geholfen, das Lager aufzuräumen? Das vergiss mal schnell wieder. Ich würde dir gerne helfen, aber ohne ein Geschenk für Esteban fürchte ich, kann ich nichts für dich tun. Geh doch zu unserem Goldschmied Oscar. Er macht doch solche Sachen. Übrigens, Broga ist erledigt. Na endlich. Ich konnte diese miese Geschichte schon fast nicht mehr ertragen. Das hast du sehr gut gemacht. Das will ich meinen. Hier ist deine Belohnung. Noch eine Bitte. Wäre besser für uns beide, wenn mein Mann von dieser Affäre nichts erfährt. Kann ich mir vorstellen. So, wenn du jetzt nichts Wichtiges mehr hast, werde ich mich wieder meinen Aufgaben widmen. Wie sieht's mit einem Platz zum Schlafen aus? Nimm doch Brogas Hütte. Ich glaube nicht, dass sie dir jetzt noch von jemandem hier im Lager streitig gemacht wird. Danke. Eine Bretterbude im Sumpf, das nenne ich doch mal ein Zuhause. Okay, das wird Broga bestimmt erfreuen. Ah, mir fehlt immer noch ein Rohling. Bruchstück meine ich. Ne, aber jetzt meckert, wenn ich da reingehe? Nö. Sollten wir vielleicht mal mit ihm drüber quatschen. Aber ich speichere, glaube ich, lieber mal. Dass das jetzt meine Bude ist. Nicht, dass er da jetzt irgendwie Probleme macht. Deine Hütte gehört jetzt mir. Treib's nicht zu weit. Du wirst es bereuen. Ja, ja. Und jetzt verschwinde. Na, wir rechnen noch ab. Verlass dich drauf. Was willst du denn noch, du Dreckskerl? Verschwinde. Okay. Das ist das. Meine Hütte kann ich auch die Truhe hier öffnen. So, wir haben hier Gold, Pfeile, Kerzenleuchter. Ja. Nehmen wir doch mal alles mit. Der hat jetzt keine Verwendung mehr dafür. Okay, es ist jetzt nur noch die Frage. Händler, Artikel. Nee. So. Oscar, Waffenhändler. Kraut und Bier. Robert, Bierbrauer. Achso, nee, aktuell. So. Goldene Bruchstücke. Oscar meinte, goldene Bruchstücke müssen irgendwo bei den Ausraumstätten sein, wenn sie noch niemand an sich genommen hat. Vielleicht weiß ihr Jäger darüber. Fehlerhafte Bruchstücke des Goldwerts finden. Ich werde die fehlen. Wer weiß, vielleicht hast du ja noch mehr Glück als ich. Lass dir noch eins einfallen, die Dinger selbst zu behalten.
Überall, wo antike Tempelruinen sind, findest du auch Kram der alten Völker. Ich habe in einem oder anderen Lager schon die Dinger gefunden. Der besoffene Jäger Louis behauptet mehr über das Wissen, aber ich glaube, er schneidet nur auf. Willst du goldene Schwerte wieder richten? Bla 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 bla. Ich weiß über die goldenen Bruchstücke eines Goldschwert. Wertlos. Plunderbrugger haben wir. Quake. Ja, yeah, Oscar sucht dieses komische Bruchstück, um ein Schwert für Don draus zu machen. Vom Quake haben wir auch. Sam. Weiß Oscar solche Bruchstücke sucht. Ich weiß der Ausgrabungs. Also Bruger. Okay, ja. Was immer noch? Sam, Sam, Sam. Hat vielleicht noch mehr gesagt. Oscar Goldschmied vorgelassen. Bruchstücke Schwert für den Oscar bringen. Ist immer noch das alles gleiche. Weißt du, wo ich Goldschmied auf Burgers Bruchstück meinst du? Da würde ich mal die Arbeiter fragen. Jemand weiß, könnte den ganzen Tag Gold tauschen. Ich möchte Quake über ein goldenes Bruchstück. Reizend war Danny. Ich habe davon gehört, ich habe auch ein Bruchstück von meinem Ding Ausgrabungsstätte gesehen zu haben. Okay, das hatten wir aber auch. Wo könnte mir jetzt noch eins fehlen? Was haben wir eigentlich an Gold? Wir hätten auf jeden Fall genug für die Arbeiterkleidung. Lass dich nicht aufhalten. So, von dem Danny hatten wir das ja. Da ist keins mehr drin. Hier könnten wir buddeln, ne? Nee. So. Schaufel ist hier irgendwo. Müssen wir eben gerade raussuchen. Da oben. Kann ich aber irgendwie nicht nutzen. So, ich wollte ja noch gucken, wie ich Heiltrank irgendwie auswählen kann. Also, jetzt. Haben wir das da an der Stelle. Einfache Truhe. Haben wir es auch raus. Die Infotruhe hatten wir auch. Ich habe genügend eigene Sorgen. Der hat nichts für uns. Der dürfte auch nichts mehr drin sein. Ah, jetzt können wir hier buddeln. Vielleicht ist ja doch noch was hier drin. Er hat mir nicht gezeigt, wo ich buddeln kann. Ich habe einfach mal gedrückt. Vielleicht haben wir es dann. Na komm. Sperge den Schatz. Da war eine Truhe. Ein Schatz sogar richtig. Aber kein goldenes Bruchstück. Nochmal so eine Stelle. Also dann gucken wir nochmal da. Aber da war es ja in der Truhe drinnen. Sorry. Ah, jetzt buddelt er auch tatsächlich. Ich muss einfach nur zu so einer Stelle hingehen und dann das machen. Na komm, ein bisschen schneller buddeln könntest du schon. Und haben wir da vielleicht noch ein Bruchstück drin? Schauen wir mal rein.
Ring des Axtkämpfers. Tja. War zwar Axtkampf plus 1, aber sonst nichts dazu gewonnen. Aber den müssen wir schon mal anlegen. Und hier die Keule. Da brauchen wir noch einen Stärkepunkt mehr. Tja. Licht da oben. War da noch irgendwas zum Buddeln? Ich meine, von den Typen haben wir alle Bruchstücke. Nee. Scheint nichts mehr zu sein. Wo könnten wir jetzt noch das fünfte Bruchstück herholen? Können wir aber eigentlich nochmal unser Fleisch braten. Ja. Danke. Lecker. Dann haben wir nämlich da auch ein bisschen mehr Lebensenergie. Apropos, es fehlt ja sogar noch ein bisschen was. Hat der noch irgendwas zu erzählen? Kampf unterrichten. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Stärke. Machen wir mal. Stärker werden. Gut so. Ja, direkt mal noch mehr. Stärker werden. Gut. So. Dann können wir nämlich jetzt auch erstmal die Keule auswählen. Und sind generell stärker. Das. Hey, wo kriegte ich denn noch ein Bruchstück her? Das ist schon echt blöd. Vielleicht nochmal hier Lorenzo. Ich will es nicht hören. Ja, toll. Ah, da hinten, bei dem waren wir noch nicht buddeln, ne? Vielleicht ist ja hier noch was zum Buddeln. Aber der hat ja auch noch irgendwas erzählt. Ein Bier für eine Information. Klar. Her damit. Genau, da. Komm, erfahren wir noch was. Hier. Was weißt du über die Bruchstücke des goldenen Schwertes? Pass auf. Die sind hier überall verteilt. Craig hat einen. Hab ich bei ihm schon mal gesehen. Und der Idiot. Wer? Na, der Kämpfer Durgan. Große Fresse, nix dahinter. Der Idiot eben, der hat auch eins. Und der blöde Bruder, klar, der sitzt da drauf wie eine Glucke. Man müsste ihn schon umhauen, um da ranzukommen. ja, ach ja, ich hab auch eins. Ach, sag bloß. Ja, dann hätte ich gerne das eine Bruchstück. Ein Bier für das goldene Bruchstück. Nur eins, das ist mindestens zwei wert. Also gut, hier hast du zwei Bier für das goldene Bruchstück. Du bist in Ordnung, Kollege. Hier hast du das Ding. Ah, da haben wir es endlich. Gut. Hab grad keine Frage. Schade. Dass ich überhaupt noch stehen kann, ey.